Archie und sein Esel. Der alte Archie brauchte etwas Geld. Er beschloss, seinen Esel zu verkaufen. Also gingen er und sein Sohn Tom in die Stadt. Die Stadt war viele Meilen entfernt. Bald darauf trafen sie eine Frau. "Wo wollt ihr hin?", fragte sie. "In die Stadt", sagte Archie. "Jeder kluge Mensch würde auf dem Esel reiten", sagte sie. "Was willst du damit sagen?", fragte Archie. "Ich bin sehr klug." Archie wollte klug aussehen. Also kletterte er auf den Esel. Dann gingen sie weiter in Richtung der Stadt. Weiter auf der Straße trafen sie einen Bauern. "Hallo", sagte Archie. "Wir wollen diesen Esel verkaufen. Willst du ihn kaufen?" "Ich brauche keinen Esel", sagte der Bauer. "Aber wenn du meinen Rat willst, reite ihn nicht. Der Esel muss in guter körperlicher Verfassung sein." "Gute Idee", sagte Archie. "Tom, ich möchte, dass du ihn reitest. Du bist leichter. Weder du noch dein Sohn sollten ihn reiten. Er sieht sehr müde aus." "Du solltest den Esel tragen", schlug der Bauer vor. "Du hast recht", sagte Archie. "Komm schon, Tom. Wir werden ihn die letzten Meilen tragen." Der Esel war sehr schwer und sie konnten das Tempo nicht halten. Sie kamen erst spät am Abend an. Schließlich liefen sie in die Stadt. Doch dort erregten sie die Aufmerksamkeit einiger halbwüchsiger Jungen. Sie machten sich über Tom und Archie lustig. Sie fingen an, mit Steinen nach ihnen zu werfen. Der Esel reagierte darauf mit Tritten. Tom und Archie ließen den Esel fallen. Er fiel auf den Boden und rannte davon. Archie verlor seinen Esel. Er ging ohne Geld nach Hause. Was lehrt uns diese Geschichte? Wir können es in unserer Gesellschaft nicht allen recht machen. Nimm nicht jedermanns Rat an, sondern setze deine eigenen Maßstäbe. Beweis allen, dass du selbst Entscheidungen treffen kannst. Sonst hast du am Ende vielleicht gar nichts.